Wasser ist fertig, Brei bleibt kalt. Okay, alles klar, gut. Herzlich willkommen bei einem neuen Status-Update, denn heute Nacht ist ein neues Death Diary von Hinterland gekommen. Darin geht es vorrangig um den fünften Teil des Expansion-Passes Tales from the Far Territory. Das ist das Mai 2024 Death Diary. Und ja, der fünfte Teil soll in der zweiten Juni-Hälfte kommen, also noch etwas mehr als einen Monat ist es hin. Das hängt allerdings natürlich auch davon ab, wie lange es dauert, die Konsolenzertifizierung zu testen und zu bestehen. Und es wird auch ein Update zu den Fortschritten bezüglich der Tales auf der Switch kommen. Aber zuerst das größte Thema, das lustigerweise gar nicht die neue Tale ist, sondern der Puma, der Berglöwe. Im fünften Teil des Expansion Passes wird der Puma eingeführt. Hinterland wollte dem Spiel schon seit einiger Zeit ein gefährliches Alpha-Raubtier hinzufügen, der über die Wölfe und andere gefährliche Wildtiere hinausgeht, denen man so im Spiel begegnet. Mit jeder neuen Wildtier, die eingeführt wird, wird ja auch immer ein neues Gameplay-Element eingeführt, um diese eine eindeutige Rolle im gesamten Ökosystem zu geben und dabei gleichzeitig sicherzustellen, dass sie das Spiel für alle Spieler auffrischt. Der Puma wird dabei anders als die anderen Raubtiere funktionieren. Pumas sind von sich aus ja sehr territorial und werden sich damit für den Spieler interessieren, wenn er anfängt, viel Zeit in einer Region zu verbringen. Wenn sich der Spieler zu lange in einer Region aufhält, wird der Puma sich für diese Region interessieren und diese besetzen. In dem Moment ist der Spieler dann der Eindringling in das Territorium des Pumas, was sehr gefährlich ist. Der Spieler wird auf jeden Fall ausreichend gewarnt, bevor der Puma kommt und sobald dieser eine neue Region, also sobald dieser halt die Region besetzt hat. Was der Spieler auf jeden Fall nicht erhält, ist eine ausreichende Warnung, bevor der Puma den Spieler angreift, sobald er in dessen Territorium oder andersrum vordringt. Als Spieler muss man also auf die Warnungen achten. Beim Reisen rund um die Welt soll man sich auf jeden Fall auf einen zweiten Safehouse-Standort in einer anderen Region vorbereiten. Dann wird auch nichts passieren. Wenn sich der Spieler eine Weile von der besetzten Region fernhält, wird der Puma schließlich das Interesse verlieren und ihn in Ruhe lassen. Ja, es wird verschiedene Feedback-Systeme geben, die den Spieler über die Aktivitäten des Pumas auf dem Laufenden hält, sofern man aufmerksam ist. Der Angriff des Pumas ist übel, mit seinen eigenen neuen Leiden und kann das Spiel für den Spieler beenden. Aber wenn man schnell genug ist und Glück hat, hat man die Chance zum Gegenangriff. Und wenn man sehr viel Glück hat, sogar den Puma töten. Andernfalls wird er entkommen und jagt den Spieler weiterhin in der von ihm besetzten Region. Wenn sich der Spieler mehr Raum zum Atmen verschaffen möchte, kann man die Höhle des Pumas aufsuchen, die es irgendwo auf der Welt gibt. Die ist in jeder Sandbox woanders. Es wird aber sicherlich nicht unendlich Orte geben. Also es wird dann eine begrenzte Anzahl an Orten geben, wo die sein kann. Wenn man die Höhle mit Krachmachern zerstört, wird der Spieler vom Puma für lange Zeit in Ruhe gelassen. Irgendwann wird er jedoch zurückkehren. Und ich nehme stark an, dass das auch gilt, falls man dann doch wieder erwarten, den Puma mal getötet hat. Hinterland ist sich sicher, dass der Puma die Spieler auf Trab hält und die Dinge für diejenigen interessant hält, die auf der Suche nach einer guten, langfristigen Herausforderung sind und den Spielern gleichzeitig die Informationen gibt, die sie benötigen, um Pumas ganz zu meiden, wenn man das bevorzugt. Hinterland ist sich aber bewusst, dass es für einige Spieler etwas stressig sein kann, wenn Pumas sie im Spiel verfolgen. Aus dem Grund hat der Spieler die Wahl, Pumas ins Spiel aufzunehmen oder nicht, wenn ein neues Spiel gestartet wird. Wenn der Puma im kommenden Update eingeführt wird, hat der Spieler zusätzlich die Möglichkeit, diese aus bestehenden Speicherständen herauszuhalten. Man hofft jedoch, dass der Puma für die meisten Spieler zu einer Naturgewalt wird, die sie auf Trab und sie in Bewegung hält und vorausschauend planen lässt. Dies wird ein zusätzliches Risikoelement für das langfristige Überleben darstellen. Löst das auch deine chemische Vergiftung? Gebirgspassregion. Im fünften Teil veröffentlicht Hinterland die dritte und damit letzte neue Region für die Tales. Der Gebirgspass wird die Region mit der höchsten Vertikalität und bietet jede Menge steiles und zerklüftetes Gelände zum Durchqueren.
Der Spieler kann dabei der schmalen Straße immer höher in die Region folgen oder den unteren Weg nehmen und sich auf Klettersteige verlassen, um sich zurechtzufinden. Behaltet wichtige Sehenswürdigkeiten im Auge, darunter auch einige von Menschenhand geschaffene Orte, wie zum Beispiel eine Wetterstation. Generell wird das Wetter in dieser Region schlecht sein und je höher man gelangt, desto kälter wird es. Der endgültige Name der Region wird dann beim Start bekannt gegeben. Die dritte Teil. Mit Teil 5 veröffentlicht Hinterland auch die dritte und damit letzte Geschichte. Diese dritte Geschichte spielt in der Gebirgspassregion und schließt die Geschichte von Rüdiger ab, die erstmals in Signal Void begann und in Buried Echoes fortgesetzt wurde. Wenn man die Tale 1 und 2 bereits abgeschlossen hat, kann man mit der dritten Tale direkt weitermachen. Hat man dann die drei Tales abgeschlossen, wird man einige Vorteile auf Profilebene in Form neuer Talente erhalten. Auf diese Weise erhält man einen Einblick in den Aufbau und die Geheimnisse der Welt, die in der Episode 5 des Story-Modus aufgedeckt werden. Elends-Modus, im Englischen Misery Mode. Hinterland hat an einem neuen Erlebnismodus gearbeitet, der speziell für Interloper-Spieler entwickelt wurde, die diesen Modus ausgeschöpft haben und nach einer neuen Herausforderung suchen. Misery oder auch Elend nimmt den Interloper als Basis und erhöht den Schwierigkeitsgrad, indem er 6 neue Gebrechen hinzufügt, die im Laufe der Zeit auftauchen werden. Der Zweck besteht darin, so lange wie möglich im Modus zu überleben, nachdem alle 6 Afflictions erschienen sind. Und obwohl Hinterland noch nicht 100% sicher ist, der Modus wird noch getestet, unter anderem mit Hilfe von einigen Interloper-Spielern aus der Community, gehen sie davon aus, dass die Anzahl der überlebten Tage bei Dutzenden und nicht bei Hunderten liegen wird, wie es einige erfahrene Interloper-Spieler erreichen können. Man versucht, das Spiel für eine Gruppe von Spielern in der Community, die Bestrafungen wirklich mögen, frisch und herausfordernd zu halten. Natürlich wird dieser Modus nicht jedermanns Sache sein. Ein System, den Tod auszutricksen. Hinterland wird ein optionales System hinzufügen, bei dem der Spieler dem Tod ein Schnippchen schlagen kann. Ja, das Permadeath-Überlebensspiel bietet einen Ausweg aus dem Tod, bei dem der Spieler dessen Speicherdatei nicht sichern muss. Dies funktioniert so, dass Spieler beim Sterben im Spiel 2 Möglichkeiten haben: sterben, wieder Zeit oder den Tod austricksen. Wenn man Sterben wählt, wird der Speicherstand in der aktuellen Form gelöscht und man kann wie gewohnt von vorne starten. Wenn man den Tod austrickst, wird eine Reihe von Entscheidungen angeboten, die man treffen muss, wenn man weiterspielen möchte. Diese Entscheidungen bringen eine Reihe von Kompromissen mit sich, denn der Spieler kann dem Tod zwar ein Schnippchen schlagen, aber nicht umsonst. Man hat auch die Möglichkeit, den Rucksack mit einem Teil dessen, was man zum Zeitpunkt des Todes bei sich hatte, zurückzuholen. Aber andere Aspekte der Welt bleiben die gleichen wie zum Zeitpunkt des Todes. Einschließlich der Ressourcen, Ausrüstungsgegenstände, die gelagert wurden, zum Beispiel an Safehouses und Orten, die erkundet und geplündert wurden, die Fortschrittsüberwachung, der Tales-Abschlussfortschritt und so weiter. Jedes Mal, wenn man den Tod austrickst, wird das Spiel zunehmend schwieriger und man kann den Tod bis zu 3-mal betrügen, was insgesamt 4 Leben sind. Das letzte Leben wird sehr schwierig sein. Dies wird die erste Änderung am Permadeath-System, die jemals im Spiel vorgenommen wurden, und Hinterland hofft, dass sie den Spieler, die nicht bereit sind, ihren Charakter zu verlieren, oder denen, die es einfach tun, um eine neue Dimension ins Gameplay zu bringen, etwas Auffrischung bringt. Hinterland hofft, dass die Spieler sich darauf einlassen und es ausprobieren, anstatt ihre Speicherdateien zu sichern und ohne Konsequenzen fortzufahren. Wir machen mal hier auch gleich eine Wintermute, Episode 5. Hinterland ist nach wie vor mit der Arbeit daran beschäftigt und wird später in diesem Jahr mehr dazu sagen, wie im Dezember Entwicklertagebuch erwähnt, in dem der Episodentitel The Light at the End of All Things, das Licht am Ende aller Dinge, enthüllt wurde. Was? Wir sind ganz nah dem Polaroid, das ist rechts von uns, echt? Tales auf der Switch. Rein fürs Polaroid. Hinterland hatte ursprünglich gehofft, die Tales tatsächlich letzte Woche auf der Switch veröffentlichen zu können, aber leider sind bei einigen der größeren Regionen im Spiel mehrere Probleme mit dem Speicher und der Optimierung aufgetreten, was auch zu einigen Abstürzen führte.
Sie gehen davon aus, dass sie kurz davor stehen, die Abstürze zu beheben. Und sobald diese dann behoben sind, wird der Bild zunächst zur endgültigen Überprüfung erstmal an das interne Testteam gesendet. Wenn es dann grünes Licht gibt, geht es an Nintendo. Sobald der Bild bei Nintendo eintrifft, kann es dann nochmal bis zu 20 Tage dauern, bis die Zertifizierung bestanden ist. Anschließend wird es dann für die Switch-Spieler freigegeben. Basierend auf aktuellen Zeitplänen geht Hinterland davon aus, dass die Tales in der zweiten Junihälfte auf der Switch verfügbar sein werden. Bitte beachtet, dass dies bedeutet, dass die Teile 1 bis 4 des Expansion Pass sowie alle kostenlosen Updates für den Basis-Überlebensmodus veröffentlicht werden und das Spiel auf die aktuelle Version aktualisiert wird, die auf den anderen Plattformen ja bereits verfügbar sind. Die kostenlosen Updates werden auch für jeden verfügbar sein, der das Spiel auf der Switch besitzt. Nicht nur für Besitzer vom Expansion Pass, genau wie auf den anderen Plattformen. Sobald Teil 5 auf Steam, Xbox und PlayStation veröffentlicht wird, wird er denselben Genehmigungsprozess auch bei Nintendo durchlaufen. Was bedeutet, dass Hinterland hofft, dass Teil 5 etwa einen Monat nach der Veröffentlichung der Teile 1 bis 4 verfügbar sein wird. Also in der zweiten Juli-Hälfte. Teil 6 wird dem gleichen Prozess folgen, wobei die Switch den anderen Plattformen etwa einen Monat hinterherhinken wird. Das Update-Video für die kommende Tale, die Region und damit Teil 5 des Expansion Passes wird in der zweiten Juni-Hälfte erscheinen. Ein genaueres Datum kommt dann, sobald Hinterland mehr weiß und es fertig ist. Ja, sehr spannend, was da kommt. Also zu Deutsch nicht nur, also tatsächlich jetzt mal gar nicht so wirklich neue Items oder so, die man halt in den vorherigen Updates eigentlich immer, ich sag mal, gewohnt ist. Sondern tatsächlich Spielmechaniken. Also eigentlich quasi Spielmechaniken, eine Karte und eine Tale. Und das ist sehr spannend, weil das wird einiges ändern. Wenn man tatsächlich den Puma hinzubekommen kann in der aktuellen Sandbox, was ich stark hoffe, dann wird das für die Schleicherin sicherlich extrem interessant werden. Also nicht mit 38 Tagen in der Küstenstraße am Stück. Ich bin mal gespannt, wie lang die Phase ist, die du hast, bis der dann kommt. Ob das dann eine Woche ist, ob das mehrere Wochen sind, ein Monat oder so, keine Ahnung. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, also eine Woche wäre echt extrem kurz, weil das würde ja bedeuten, du kannst eine Region nochmal kurz reinschnuppern und dann musst du direkt weiter. Genau, du kannst ihn mit extrem viel Glück wohl töten, heißt aber allerdings im Umkehrschluss, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passiert. Ich denke, das wird halt sehr überraschend sein, dass wenn es dann mal so weit kommt, dass er dich angreift, das wird sehr überraschend sein, schätze ich mal. Also ich denke nicht, also sie haben ja geschrieben, dass es keine Warnung gibt, wenn er dann angreift sozusagen. Also vielleicht außer dann noch ein kurzes Kraulen von irgendwie so nach dem Motto, aber nicht in dem Sinne, dass es da irgendwas anderes kommt. Ich bin mal auch gespannt, wie die Warnungen sind. Wenn er sich sozusagen für die Region interessiert und wenn er sie dann auch besetzt, das ist sicherlich nicht so ein Glöckchen, was da klingelt, weil sie schreiben auch mal, sofern man aufmerksam ist. Also nehme ich mal stark an, dass man nicht nur akustische Hinweise bekommt, sondern wahrscheinlich auch optische. Ja, ich denke da vor allem in Richtung Kothinterlassenschaften, keine Ahnung, oder Spuren im Schnee, das kann auch sein. Genau. Die Gebirgspassregion, die höchste Vertikalität, das ist sehr interessant, weil ich eigentlich dachte, die Aschenschlucht wäre schon ziemlich krass. Davor dachte ich, dass das Stumpfschlusstal schon ziemlich krass war. Und davor dachte ich, dass der Wolfsberg sehr krass ist, aber das soll wohl nochmal eine ganze Spur mehr werden. Und man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man geht über Seile oder über eine Straße. Das heißt, da wird es dann auch ja nicht hundertprozentig linear sein. Außer sie machen es dann vielleicht so wie in der Aschenschlucht, wo du dann auch ein Wirrwarr, ein dreidimensionales Wirrwarr von Wegen hast. Genau. Den Elendsmodus, weiß ich jetzt nicht, wie der im Interloper kommt, ob der dann mit drin ist oder ob du den hinzufügen musst, wenn du die Sandbox startest, ob das dann eine Custom-Sandbox ist oder wie das funktioniert, da bin ich echt mal gespannt.
das System den Tod auszutricksen. Ich denke auch, dass das auch automatisch mit drin ist. Muss ich mal gucken, ob man das dann macht oder nicht. Also ich denke mal, für die neunte Sandbox wäre das vielleicht interessant gewesen. die ist ja sehr kläglich gescheitert. Da hätte es dann vielleicht noch was bewirkt, dass man dann im zweiten Leben wäre. So sind wir halt in der zehnten Sandbox. Ja, aber ich sag mal, wenn man halt, was weiß ich, du bist jetzt mit der Sandbox irgendwie im Schleicher jetzt schon, da sind wir jetzt auch schon ein bisschen unterwegs, was haben wir, du bist jetzt 300 Tage unterwegs und bist kurz davor, sag ich mal, die Tales zu beenden oder so, dann würdest du das wahrscheinlich machen. Mal gucken. Das wird auf jeden Fall interessant und ja, für alle Switch-Besitzer sind das natürlich extrem gute Neuigkeiten, weil das bedeutet natürlich vor allem, dass es tatsächlich die Inhalte endlich mal kommen. Und da muss man fairerweise sagen, das hat extrem lang gedauert. Man darf nicht vergessen, dass das erste Update zum Expansion Pass am 5. Dezember 2022 kam, also vor fast 1,5 Jahren. Ja, da haben sie sich, glaube ich, extrem überschätzt. Gut, aber gut zu wissen, dass es kommt. Sowohl 1 bis 4 als auch Teil 5 sozusagen in der Mache ist und Teil 6 sollte dann auch relativ schnell gehen. Das heißt, sie haben wahrscheinlich ein Prozedere entwickelt, wie sie sozusagen die Entwicklung halt so hinbekommen, dass die Switch halt nicht mehr so extrem lang hinterher hinkt. Ja. Sehr spannend. Ende Juni, also beziehungsweise zweite Hälfte Juni. Ich denke dann halt, dass es eher Ende Juni wird. Ich gucke gerade mal auf den Kalender. Das wäre dann 24. bis 28. Nehme ich mal stark an, dass das Update dann kommt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass 17. bis 21. weil meistens lassen sich ja doch relativ viel Zeit. Aber so in der Drehe wird dann auch das Update kommen. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Oh yes. Travois.